wachsen wieder. Wir wachsen. Und wir werden immer größer. Und wir begrüßen die Ellen vom Bund Naturschutz mit unserem Wald. Hallo Ellen! Ja, hallo, also ich bin vom Bund Naturschutz. Wir beschäftigen uns ja immer mit Natur- und Artenschutz. Und ich wurde gebeten, so ein bisschen was darüber zu erzählen, was Artenschutz und Artenschwund auch für uns bedeutet. Schlechte Nachricht vorweg, der Weltbiodiversitätsrat hat dieses Jahr einen neuen Bericht rausgebracht und darin warnt er davor, dass ein Viertel unserer Arten weltweit in den nächsten Jahrzehnten verschwinden werden. Und auch die TU München hat jetzt eine neue Studie veröffentlicht. Da heißt es also eben, 70% unserer Insektenbiomasse ist schon verschwunden und bis 2040 rechnen sie mit einem Verlust von 30% unserer Arten, also hier in Deutschland. Das heißt, Artensterben findet leider nicht nur in Brasilien statt, sondern auch direkt vor unserer Haustür. Was bedeutet das jetzt? So, Arten... Also Artenvielfalt heißt einfach, Arten sind miteinander verknüpft, stehen miteinander in Verbindung. Wenn es jetzt einem dieser Knoten schlecht geht, dann geht es den Umliegenden auch schlecht. Das heißt, es bewirkt sich halt gegenseitig. Aber diese Artenvielfalt ist jetzt nicht nur für die Arten an und für sich wichtig, sondern eben für die Menschen. Weil wir wissen ja, diese Ökosysteme produzieren sogenannte Dienstleistungen für uns. Das ist so das Wissenschaftliche, wie man das so bezeichnet. Also, wissen wir alle, Sauerstoff wird von den Pflanzen produziert, den wir atmen. Dann haben die Kleinstorganismen, die reinigen unser Wasser, sie stellen unsere, machen unsere Böden fruchtbar. Wir haben die ganzen Bestäuber, die für uns die Pflanzen bestäuben und für Nahrung sorgen. Im Wasser haben wir Nahrung und so weiter. Also sie haben eine ganze Menge Aufgaben und der Erhalt dieser Ökosysteme ist eben überlebenswichtig für uns. So, jetzt tun wir einfach symbolisch mal. Also, symbolisch habe ich jetzt hier mal eine Puppe für unsere Menschheit und die lege ich jetzt da in dieses Netz der Biodiversität. So, was passiert jetzt? Also während wir da gemütlich drin liegen, blöderweise über einem Abgrund, machen wir Folgendes. Also ich mache jetzt nicht alle Ursachen, weil sonst stehen wir morgen noch da. Wir tun zum Beispiel Gifte auf unsere Felder, auf unsere Wälder, aber auch in unsere Gärten ausbringen. Das heißt, da sterben Pflanzenarten, da sterben Bienenarten, Schmetterlinge und so weiter. Also eine ganze Menge stirbt dabei aus oder wird stark geschädigt. Wie ich eben schon gesagt habe, die Insekten haben ja bei uns bereits schon stark abgenommen. Das heißt, alles, was damit in Zusammenhang steht, verschwindet natürlich auch. Also Vögel haben keine Nahrung mehr, Fledermäuse, Kleinstinsekten und kleine Säugetierarten und so weiter. Dann haben wir natürlich einen wahnsinnigen Verbrauch an Land. Das heißt, hier alleine im Landkreis Starnberg sind ja über 100 Hektar an Waldwiesen und Feldflächen für Gewerbegebiete jetzt in Planung. Das ist ja nicht alles, was wir so bebauen. Wir bauen natürlich auch noch Bodenwälder für Abbau von Ressourcen, also für Kiesabbau, für Kohle und so weiter. Also es verschwinden komplette Lebensräume. Und mit ihnen natürlich dann auch die Arten, die wir da haben. Ja, unsere Meere, wissen wir auch alle, sind total übernutzt, überfischt, vermüllt und auch mit Chemikalienrückständen belastet. Ich höre jetzt da mal langsam auf, weil es gibt, wie gesagt, noch eine ganze Menge Ursachen. Aber was wir eben sehen, unser Netz ist halt leider schon verdammt löchrig. Also das heißt, wir müssen was tun, weil ich sagte schon, es ist überlebenswichtig für uns. Was können wir jetzt also tun? Am besten wäre es, wir könnten die Knoten wieder zusammenbinden. Geht aber nicht, weil Arten, die ausgestorben sind, die bleiben halt ausgestorben. Also was können wir machen? Ich sage immer, am besten ist es, man fängt mal bei sich selbst an, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Also was kann der Einzelne mal anfangen zu machen? Mal nachdenken. Also Gartenbesitzer können halt in ihren Gärten die Artenvielfalt erhöhen, also keine Gifte streuen, kleine Lebensräume schaffen, Steinhaufen, Totholzhaufen, einfach auch mal das Laub liegen lassen, damit sich die Tiere darunter verkrabbeln können. Bitte keine Mähroboter alle zwei Tage über die Wiese schicken, weil die schreddern alles, was überhaupt noch da ist. So in dieser Art. Dann müssen wir natürlich unseren Konsum überdenken und auch reduzieren im besten Fall, weil was wir hier kaufen, das verursacht woanders den Verlust von Lebensraum.
dann müssen wir, solange die Politik leider nichts tut, natürlich weiterhin Druck machen, also mit Demos, daher danke, dass Sie ja alle schon mal da sind, Petitionen unterschreiben, Initiativen unterstützen, einfach die Politik auffordern zu handeln und nicht immer nur grüne Mäntelchen sich umzuhängen, sondern auch wirklich mal was zu machen. Auch hier in Gauting könnten wir zum Beispiel durchaus größere Maßnahmen machen als Blühstreifen in 30 cm Größe, sondern wir könnten hier auch Biotope verbinden, wir könnten hier die gemeindlichen Flächen einfach in Wiesen und Blühwiesen und Streuobstwiesen verwandeln. Also es ist durchaus einiges möglich. So, damit jetzt jeder hier... Also, damit unser Menschlein da nicht durch dieses Netz fällt, kann jetzt jeder, der vielleicht einen Garten hat, schon mal anfangen. Wir haben hier kleine Eichensetzlinge, die stammen von dieser 100-jährigen Eiche, die da drüben der Baumaßnahme weichen musste. Und die kann man sich jetzt so mitnehmen. Die Eiche ist ja unser bester Biotopbaum, den wir so haben. Also die bietet für über 300 Insektenarten Lebensraum, die tatsächlich nur auf Eichen vorkommen. Bei Buchen ist es schon ein Drittel weniger. Die Eichen sind auch sehr relativ klimarobust, das heißt, sie haben sehr ganz lange Pfahlwurzeln und können deswegen mit Trockenheit und der Temperaturerhöhung durchaus gut umgehen. Also diese kleinen Bäume würde ich jetzt erst im Frühjahr pflanzen, sie jetzt ein bisschen kühl halten und dann erst auspflanzen, also da, wo sie halt einfach sonnig stehen und einzeln stehen, das mögen sie am liebsten. Okay. Das wär's so von meiner Seite. Danke dir, Ellen, und für deinen tollen Beitrag.